Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Nachdem wir eben schon über Starkregenkarten gesprochen haben, jetzt noch mal nähere Details von Barbara Wert, Uwe Ross von der Arbeitsgemeinschaft Fischer Team Plan- und Weberingenieure, speziell zu Niedersachsen. Also bei Fragen bitte über den QR-Code stellen, damit wir sie gesammelt haben und nicht überall mit dem Mikro rundrennen müssen. Danke. Nee, noch jetzt. Ich werde zu hören, aber du? Hallo, hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja, herzlich willkommen zusammen. Wir dürfen Sie jetzt entführen hier in die tieferen Details der Hinweiskarten für diese vier Bundesländer, die wir bearbeitet haben als Gemeinschaft hier von Weber und Fischer. Und wir stellen Ihnen eben das Prozedere vor, wie wir da im Detail vorgegangen sind. Der Herr Wimmer hat das schon ganz gut eingeführt, das heißt, Sie sind schon voreingestimmt, hoffe ich. Zu unserer Person wollte ich jetzt nicht mehr so viel sagen, die können Sie hier live bewundern. Das Ganze ist ein Teamwork, also das heißt, aus beiden Büros sind Kollegen da wirklich intensiv dran gewesen und haben mitgearbeitet und das gemanagt. Möchte ich nochmal speziell Max Ribbert bei uns von der Seite erwähnen und auch Jonas Beck aus dem Büro Weber. Wir sind beide hier, sagen wir mal, aus Ingenieurbüros und haben eben, sagen wir mal, den Fokus auf hydraulische, hydrologische Modellierung und von daher entsprechende. Als erstes. Hallo, hallo. Ja. Ich gehe ein bisschen auf die Veranlassung, Grundlagen ein. Frau Wert wird dann die weitere Datenaufbereitung Ihnen vorstellen. Ja, das ist, haben Sie schon ein bisschen gesehen hier. Das sind die 10 Bundesländer, die derzeit in Bearbeitung sind. Herr Wimmer hatte auch schon gesagt, eine einheitliche Bearbeitung, damit es ein gesamtstimmiges Bild gibt. NRW war das Pilotprojekt, was wir auch bearbeitet haben, was eben schon auch online verfügbar ist. Und derzeit sind eben diese 10 Bundesländer, die hier jetzt farbig dargestellt sind, in Bearbeitung. Und wir haben hier als Arbeitsgemeinschaft eben diese 4, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Wie läuft sowas jetzt ab? Das Projekt sieht so auf, dass wir natürlich eine Menge Grundlagendaten bekommen haben, die entsprechend aufbereiten müssen. Und auch ganz wichtig, erstmal so 2 Testgebiete berechnet haben, um erstmal abzuklären, kommen wir mit unserer Methodik an ein realitätsnahes Abbild überhaupt hin. Dazu haben wir so Vorsimulationen durchgeführt. Wir haben bestimmte Prozesse auch mit automatisch generierten Korrekturen vorgenommen. Das Ganze sieht dann so aus, dass diese Ergebnisse wieder erstmal nochmal digital geprüft werden. Und wenn das Digitale nicht mehr ausreicht, wenn der Schreibtisch und alle Open-Source-Daten ausgeschöpft sind, dann muss man eben auch vor Ort gehen, wie Sie eben schon auf diesen Bildern gesehen haben, wo nochmal vor Ort dann recherchiert wird, wie, ist da jetzt ein Durchlass oder ist da eine Unterführung oder wie sieht das da eben aus? Dann werden diese Ergebnisse entsprechend in das Modell, in das Oberflächenmodell eingearbeitet und entsprechend am Schluss in dem Ergebnis aufbereitet. Ja, mit was haben wir es hier zu tun? Schleswig-Holstein-Hamburg hat 16.000 Quadratkilometer. Das Ganze ist natürlich so, dass auch wenn das Modell beregnet wird, es wichtig ist, dass das Wasser, was vielleicht von außen zufließt, in die Bundesländer auch mit berücksichtigt wird. Das sind in Schleswig-Holstein-Hamburg nochmal 2000 Quadratkilometer, bei Niedersachsen und Bremen natürlich nochmal ein größeres Flächenland, 48.000 Quadrat mit 2600 Quadratkilometer hydrologisches Außengebiet, was entsprechend berücksichtigt wird. Ja, die berühmten Grundlagendaten, das ist ein großes Potpourri von Landbedeckungsmodell, digitales Geländemodell, Hausumringe sind schon erwähnt worden,
Wir nutzen Orthofotos, ATKIS, ALKIS, Einzugsgebiete der Fließgewässer von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Hochwassergefahrenkarten, Überflutungstiefenkarten, der KOSTRA-Atlas ist erwähnt worden, Durchlässe von der Deutschen Bahn und von der Bundesanstalt für Straßenwesen, Siedel- und Schöpfwerke sind schon erwähnt worden, Querbauwerke, das heißt so Art Durchlässe, und das Gelände, Gebäudemodell, das war diese Level of Detail 2, das ist das mit den schrägen Dachformen und Gewässer natürlich an sich. Also es ist wirklich ein großer, großer Datenpool, der auch erstmal modelltechnisch entsprechend so aufbereitet werden muss, dass er für das Geländemodell eine Struktur darstellt, die verarbeitbar ist. So, und jetzt würde ich gerne abgeben an meine Kollegin, die Ihnen das Weitere erläutern wird. Genau, ich werde euch jetzt ein bisschen mehr noch dazu erzählen, was haben wir denn überhaupt mit diesen ganzen Eingangsdaten gemacht und welche Software haben wir denn eingesetzt. Klang gerade eben auch schon mal an, wir haben natürlich als Grundlage das digitale Höhenmodell DGM1 verwendet. Das steht zum Teil frei verfügbar bei einigen Ländern schon, aber ein Teil musste uns das BKG auch eben noch zur Verfügung stellen, weil es eben noch nicht Open Data ist. Um dieses Geländemodell dann jetzt eben aufzubereiten, sind, ich sage jetzt mal, gängige Tools eingesetzt worden wie GEDAL und Python, um eben diese ganzen Punktinformationen in ein GeoTIFF umzubearbeiten oder dann so aufzubereiten, dass wir es nutzen können. Wichtig schon mal ist, dass das ein nachbearbeitetes DGM ist. Also solche großen Brücken, die da in diesen roten Kreisen zu sehen sind, das hat das Land schon nachbearbeitet. Das ist ziemlich praktisch für uns, weil wir brauchen ein hydraulisch plausibles Modell. Also solche Brücken wären sonst Fließhindernisse, die wir noch nachträglich nachbearbeiten müssten. Das klang jetzt auch schon mehrfach an. Ja, Gebäude sind Fließhindernisse bei uns, ist in der Realität natürlich auch so. Sofern uns Daten vorlagen von Gebäudedurchfahrten, haben wir das wieder freigeschnitten und da eine Wegsamkeit geschaffen. Lag nicht in allen Bundesländern vor, diese Informationen, dort wo wir sie hatten, haben wir sie genutzt. Um jetzt dann aber auch diese LOD2-Daten, die wir hatten, nutzen zu können, damit das überhaupt dann in ein dieses GeoTIFF reingebrannt werden konnte, mussten noch so ein paar kleinere Datenaufbereitungstools geschrieben werden. Das haben wir unter anderem mit dem Raster.io oder GEDAL dann gemacht, um überhaupt dieses Hindernis dann herzustellen. Wasser hält sich nicht an politische Grenzen, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal eben gehört. Das heißt, wir müssen Einzugsgebiete festlegen, ermitteln. Dazu gibt es Datensätze, die auch als Open Data zur Verfügung stehen, von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Und wir haben versucht, Teilgebiete zu bilden, die immer so eine maximale Fläche von maximal 150 Quadratkilometern abdecken. Das hat einfach auch den Grund, dass solche Starkregenereignisse eben nicht größere Ausmaße eigentlich annehmen, sind in der Theorie oder in der Praxis auch eigentlich kleiner. Modellbedingt müssen wir aber in Boundingboxen denken, was denn unsere Rechner können. Und da darf diese Boundingbox maximal 400 Quadratkilometer groß sein. Ansonsten würde das einfach auf dem Rechner nicht mehr laufen. Wie kommt man jetzt zu solchen Teilgebieten, die man dann zusammen fasst? Die Bundesanstalt für Gewässerkunde hat diese Einzugsgebiete, die sind alle durchnummeriert. Die werden immer größer. Also der Rhein hat zum Beispiel die Nummer 2 und jedes Gewässer, was davon abweicht, bekommt eben eine weitere eine Nummer, die wird halt immer länger. Das hat zum Teil geklappt, dass man das automatisieren konnte, diese Gebiete zusammenzufassen, aber da ist auch noch eine ganze Menge Handarbeit dann am Ende reingeflossen. Also es soll einfach mal zeigen, dass das ganz viele unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Formen dann auch entstanden sind. Am Ende sind das 740 Teilgebiete geworden, die unterschiedlich groß sind. Also Helgoland hat halt nur 1,7 Quadratkilometer. Im Mittel kann man sagen, dass diese Flächen oder diese Modelle etwa 90 Quadratkilometer groß sind. Aber jedes dieser Modelle
ist ein in sich abgeschlossenes Gebiet und Modell, was wir vorbereiten mussten, also Pre- und Post-Processing dafür abläuft. Es klang eben auch schon mal an, die Flächennutzungsdaten, das ist eben unsere Grundlage für die Oberflächenrauheit. Da haben wir die ALKES-Daten genutzt. Die haben in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Bezeichnungen. Also mal wird Waldfläche mit Ä geschrieben, mal mit AE. Das heißt, das bringt man dann mal alles wieder zueinander, dass man dann im QGIS-Feldrechner eine Case-Anwendung einfach schreibt und dann übersetzt man diesen Worttext in eine für das Modell lesbare Zahl. Die Risikogewässer haben wir als unendlich leistungsfähig angesetzt. Aber um erstmal sagen zu können, was ist denn jetzt ein Risikogewässer, haben wir erstmal natürlich herausfinden müssen, welche nutzen wir denn da überhaupt oder für welche Gewässer gibt es solche Gefahrenkarten. Das heißt, da mussten wir entsprechende Verschneidungen mit den ALKES-Daten machen und eben diesen ausgewiesenen Überflutungsflächen. Dann kommen wir zu einem Thema, diese hydraulische Plausibilisierung der Wegsamkeit. Wir haben unterschiedlichste Dateneingangstypen gehabt, also Punkte, Linien und Polygone. Und im Prinzip kann man sagen, das meiste brauchen wir als Polygone. Wenn man aber dann nur Punktinformationen hat, wird es echt schwierig, daraus irgendeine Information zu machen, die direkt irgendwas wie eine Linie oder ein Polygon mit einer Richtung darstellt. Also da ist wirklich leider sehr, sehr viel Handarbeit bei diesen Punktdaten reingeflossen. Bei Linien, die können wir buffern, da können wir was mitmachen, um sie in ein Polygon umzuwandeln, aber eine reine Punktinformation ist in so einem Projekt schwierig. Die Kollegin von Fischer Teamplan, die hat tatsächlich dann ein QGIS-Modell auch aufgestellt, womit man zumindest auch Linien automatisiert in Tiefpunkte verschieben konnte. Weil das ist extrem wichtig, weil wir das dann abfragen in dem Prozess, der dann abläuft, um dieses Modell zu verändern. Wo liegt denn dieses Polygon? Und es muss halt definitiv immer die Tiefpunkte erwischen. Jetzt kommt vielleicht ein Teil, der nicht alle für so interessant ist, aber es klang eben schon bei den Fragen an Herrn Wimmer an, welche Software haben wir genutzt? Wir haben eben dieses HiPIMS genutzt, das ist an der Uni Newcastle entwickelt worden, das gibt es auf GitHub, ist Open Source, insofern total schön für uns gewesen, dass wir in den Quellcode reingreifen konnten und eben tatsächlich an jetzt Fragestellungen für das Projekt das anpassen konnten. Das Ganze läuft in einer Cloud auf einem Linux-System mit Hochleistungsgrafikkarten, die da genutzt werden. So ein Modell müssen wir jetzt natürlich beregnen. Und ich habe jetzt mal nicht nur diese obere Grafik genommen, die Herr Wimmer gezeigt hat, sondern tatsächlich mal eine so eine Kachel aus diesem KOSTRA-Atlas. Also wir aus der Wasserwirtschaft reden bei Niederschlag immer von einer Wiederkehrzeit und einer Dauer. Das ist extrem schwierig für den Laien zu verstehen. Deshalb hat der Herr Schmidt eben sich einen Starkregenindex ausgedacht. Der lehnt sich so ein bisschen an wie so eine Windskala. Also wenn man ihnen sagt, der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem Orkan, da wissen wir alle, wir sollten mal eben auf den Balkon gucken gehen, ob da vielleicht der Blumentopf runterfallen kann oder nicht. Dieses Gefühl fehlt uns bei einem Starkregenereignis. Das ist jetzt eben dieser Versuch, das für auch einen Laien eben einzuordnen. Man kann sich aber vorstellen, dass in jeder dieser Kacheln eben dieses Modell dann mit diesem entsprechenden Wert aus dieser KOSTRA-Atlas-Zelle beregnet wird. Wir haben, wie gesagt, diese zwei Szenarien dann auch berechnet, eben dieses 100-jährliche Ereignis, was ist jetzt vielleicht sehr speziell mit einem Euler-Typ-2-Verteilung beregnet wird. Das ist nur eine Art von Anordnung der Niederschlagshöhen. Eine Stunde beregnet und dann eine weitere Stunde noch als Nachlauf. Das Szenario 2 ist dieses Extremereignis. Das nimmt man als Blockregen an und hat eben diese 100 mm in einer Stunde. Bei der digitalen Prüfung haben wir
diverse Kolleginnen und Kollegen gehabt, die auch nicht unbedingt sehr erfahren waren jetzt mit GIS oder mit diesem Thema. Aber die wollten wir natürlich alle mitnehmen und auch einsetzen und haben deshalb ein Template-Projekt in QGIS erstellt, was halt tatsächlich immer gleich aussah. Und ja, sämtliche dieser Kacheln, die jetzt da irgendwie bunt eingefärbt sind, hat sich einer angeschaut. Und eben dort die vorhandenen Polygone oder Linien editiert. Ansonsten gab es eben eine konkrete Anleitung für jeden und für die Länder haben wir ein wirklich sehr primitives WebGIS mit Open Layers gemacht, damit das sich auch dort angeschaut werden konnte. Was heißt denn jetzt digitale Prüfung? Es waren also ungefähr 500.000 wasserwirtschaftlich relevante Punkte, die anzugucken sind. Mal war das Polygon eben zu kurz, mal liegt es an der falschen Stelle, mal sind Daten doppelt vorhanden gewesen. Also all solche Sachen wurden bei dieser digitalen Prüfung dann eben erfasst. Dann haben wir noch eine kleine künstliche Intelligenz trainiert. Aufgrund von vorhandenen Projekten, die wir bearbeitet haben, liegen also viele Korrekturen vor. Und ja, die hat schon viele Stellen einfach auch erkannt, wo denn fehlende Durchlässe sind. Bei den Ortsbesichtigungen, die müssen wir planen. Da haben wir für die Routen die Erweiterung ORS eingesetzt. Vor Ort hatten die Kollegen ein Tablet, wo QField drauf ist. Diese Steckbriefe haben wir mit einem QGIS Atlas erstellt. Also viele Erweiterungen von QGIS auch einfach genutzt. Und dann würde ich jetzt noch wieder dir. Ja, danke. Ja, wenn man sich da dann durchgewurschtelt hat, dann kommt man zu Ergebnissen, die zeigen wir Ihnen jetzt mal kurz exemplarisch. Sie sehen, wir sind schon hier vor Ort. Das heißt, die Uni liegt ganz günstig auf dem Hügel. Die Straße hier südlich kommt nicht so gut weg. Da sehen Sie schon Wassertiefen jetzt in den Blautönen, wo bei Starkregen schon ein erheblicher Abfluss auftritt. Da kann sich dann die Feuerwehr oder auch die Anwohner im Vorfeld, die Feuerwehr im Krisenfall, vielleicht ein bisschen vorbereiten. Dafür sind diese Karten ja auch da. Wie gesagt, das gibt es dann beziehungsweise erstmal landes- und irgendwann bundesweit. Und das Ganze wird auch mit Fließgeschwindigkeiten hinterlegt. Hier sehen Sie mal so einen Zoom. Das ist auch dann eine maßstabsabhängige Darstellung, weil man muss ja, wenn man reinzoomt, auch entsprechend dann mehr Details darstellen. Das haben wir hier auch umgesetzt. Sie sehen diese Fließgeschwindigkeitsvektoren. Wo ist das, fließt das Wasser langsam oder wo fließt es schnell? Das heißt, auch diese Frage vorher, die Mulden sind auch alle aufgefüllt. Die sehen Sie eben entsprechend in diesem Modell dann. Ja, das Ganze ist jetzt so zum Ausblick her eben so, dass das im Verlauf des Frühjahrs jetzt oder spätestens Mitte des Jahres nochmal von unserer Seite abgeschlossen wird und vom BKG veröffentlicht wird. Wie gesagt, in Ergebnisse sind Wasserstände, Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung. Richtung ist neu, das war in NRW noch nicht so. Und das Ganze ist eben wichtig, um Überflutungsgefahr bundesweit einheitlich beurteilen zu können. Ist Grundlage für Detailanalysen, Maßnahmenplanung, für Bürger, für öffentliche Stellen. Also stellt einen erheblichen Mehrwert insgesamt dar. Wichtig bei dem Ganzen, also sind wir auf der ForSkills-Konferenz. Wir haben viele Programme selber mit geschrieben, Routinen, weil solche Massendaten natürlich nur über eine Routine abarbeitbar sind und eben entsprechend skalierbar sein müssen. Ja, das ist von Barbara. Ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. Eine Projektbearbeitung ohne QGIS ist auch möglich, aber okay. Soweit von uns, vielen Dank. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Dann fangen wir nochmal an mit Fragen, die eben zurückgestellt wurden. Gibt es einen Austausch mit der VDS Schadensverhütung GmbH, die Starkregengefahren für ganz Deutschland für die Versicherer bereitstellt? Nein, gibt es nicht. Werden hydraulisch kommunizierende unterirdische Gebäudeteile, zum Beispiel Tiefgaragen mit mehreren Zufahrten, als Durchlässe berücksichtigt?
Nein, eigentlich nicht. Also die Tunnelzufahrten oder Gebäudedurchfahrten, die haben halt irgendwann ja das Grenze zu dem Gebäudegeländemodell und wir wissen auch ja gar nicht, welches Volumen steckt denn dahinter. Also das endet quasi mit der Zufahrt. Kann man die Folien bekommen? Bitte? Ob man die Folien bekommen kann? Die lade ich noch hoch, das konnte ich im Vorfeld nur nicht machen, weil da diese Animation drin war und ich nicht wollte, dass die schon hier. Werden die Quelldaten, die zur Berechnung der Hinweiskarte verwendet wurden, auch öffentlich verfügbar gemacht, beziehungsweise sind diese kostenfrei bei den Ländern abrufbar? Ich würde sagen, nicht alle. Also ein Teil sind eben nicht freie Daten gewesen. Ich denke auch nicht, dass wir die irgendwie frei hinbekommen. Die Daten, die es frei gibt, das wird in der Dokumentation eben enthalten sein, welche als frei und welche eben als nicht offen. Werden die nachbearbeiteten Querbauwerke auch öffentlich verfügbar gemacht? Also das müsste ich jetzt Herrn Wimmer fragen, ob die Korrekturen irgendwie auch zur Verfügung gestellt werden sollen oder nicht. Er schüttelt den Kopf. Warum habt ihr euch für den Ein-Stunden-Regen entschieden? Gab es dazu Voranalysen, dass diese Dauerstufe die relevante für die meisten Einzugsgebiete ist? Habt ihr auch Langzeitsimulationen durchgeführt, um die Jährlichkeiten von Niederschlagsereignissen und HQX bei beziehungsweise entsprechenden Wasserständen abzugleichen? Also HQX, da sind wir wieder im Thema Gewässerhochwasser. Und wir sind jetzt bei dieser urbanen Sturzflut. Diese eine Stunde, das kommt aus diesen Regelwerken der einzelnen Länder, also Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Die haben solche Arbeitshilfen und Leitfäden, wonach solche Projekte in Kommunen abgearbeitet werden. Und das ist immer dieser Ein-Stunden-Regen. Wurden die manuellen Nachbearbeitungen am DGM an die Quellen zurückgespielt? Bis jetzt nicht. Ich denke, das erfolgt aber mit unserer Projektübergabe. Also wir übergeben natürlich unsere Korrekturen ans BKG. Weshalb setzt man Risikogewässer als unendlich leistungsfähig? Kann nicht pluvial ausgelöste Überschwemmung auch von einem großen Fluss ausgehen? Ja, ist schon der Fall, aber wir sind ja im Thema Starkregenkarten unterwegs. Das heißt, es geht immer darum, wie kommt der Wassertropfen zum Fluss? Also ich sage mal, Stadt, Land, Fluss ist Starkregenkarte. Und wenn der Wassertropfen bis zum Fluss gekommen ist, hat er sein Ziel erreicht. Insofern werden die Risikogewässer als unendlich leistungsfähig angesetzt. Und nochmal eine Frage von vorher. Wie wird das DGM-1 vorbehandelt? Gefiltert, vegetationsbereinigt, abflusslose Senken entfernt? Also abflusslose Senken werden nicht entfernt, die sind einfach vorhanden. Wir nehmen erstmal das DGM so, wie es ist. Also da ist keine Vegetation mehr drin, das ist richtig. Also es stehen auch keine Autos oder solche Sachen drin. Das ist also quasi das Bodenmodell, kann man eigentlich sagen. Wie wurden die Modelle kalibriert? Gar nicht. Es gibt für Starkregenkarten im Moment noch keine Kalibrierung. Es gibt durchaus Arbeitskreise bei der DWA, die sich mit so Themen befassen und auch die Integration von Hochwassergefahr und Starkregenkarten versuchen zu vereinheitlichen, aber da ist man noch im Prozess. Gibt es ähnliche Ansätze aus anderen Ländern und wurde die Projektplanung davon inspiriert? Also ich weiß, dass mit dieser Software HiPIMS ganz Großbritannien in so einem Starkregen betrachtet worden ist. Aber mit welchen Randbedingungen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt andere Länder, die auch dieses Thema Starkregen natürlich simulieren. Gibt es Überlegungen, das Verfahren so zu automatisieren, dass ein regelmäßiges Update möglich wird? Schwere Frage. Also Updates sind prinzipiell möglich, aber das so standardmäßig abzuspulen, ist bei der Komplexität und Datenstruktur sicherlich schwierig. Steht das KI-Modell, welches Sie zur Erkennung von Durchlässen verwenden, auch offen zur Verfügung? Bis jetzt nicht. Dann wären wir erstmal mit den Fragen hier durch. Gibt es im Saal noch welche? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für den Vortrag.